Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 415 Action. Ich bin der Luca, natürlich wieder von The Bros. Ja. Ja, und als erstes ist es nicht das gleiche, also nicht kein 415 wirkliches Video. Also ich rede da jetzt nicht wirklich so. Ich rede über ein bestimmtes Spiel. Also, das kommt nächste Woche raus. Und hole ich mir auch nächste Woche, halt habe ich mich schon vorbestellt. Ja, ist ziemlich gut. Alter, ja, es heißt GTA 5 auf der PS4. Also auf jeden Fall richtig geil. Also was ist alles, diese ganzen Trailer, die ich mir angeguckt habe, jeden einzelnen Trailer geguckt. Also auf jeden Fall richtig gut. Ich glaube, das wird ein richtig geiles Spiel. Und das wird ja auch sofort am 18. November dann von mir kommentiert werden. Das machen wir sofort ein paar Folgen raus. Ich glaube, dann werden auch erstmal nur GTA kommen, weil ich glaube, GTA wollt ihr auch am meisten sehen. Müsst ihr aber in die Kommentare schreiben, was ihr am meisten sehen wollt. Oder vielleicht will ich zwischendurch da mal Need for Speed raus, aber erstmal nur. Oh, Konter. Ach, Konter sei schon. Angriffsposition. Oh, ich bringe mich. Ja, dann bringe ich erstmal nur GTA Online raus. Ja, erstmal nur GTA Online. Und am Weihnachten, wenn ihr wollt, dann kann ich auch die Story machen. Ja, wie schon gesagt, haben wir auch die Game Capture Cards, ja, und dann kann ich auch mehr, und wenn das lohnt sich nicht jetzt mit 15 Minuten da aufzunehmen und alles, die Story dauert ja ewig, also das werden wir ein paar Folgen dann, ja, auf jeden Fall, mein Bruder, der hat sich das noch nicht vorbestellt, ja, der hatte dann auch keine Zeit, wiederholt sich das aber auch Weihnachten und dann wird auch fleißig gezockt, Junge, mit Nico, ja, und jetzt kommen auch ein paar Informationen, also, das Spiel wird über 1080p laufen, also die höchste Stufe, die höchste Grafikstufe auf der PS4 und Xbox One. Ja, und die PC-Version kommt ja erst im Januar raus, 2015. Da müssen die PC-Zocker sich noch ein bisschen gedulden auf GTA. Ja. Ja, und dann ist noch neu die First Person Review, also das ist jetzt auf dass man da so jetzt wie schon gesagt, oh, das ist so, dass man jetzt zum Beispiel auch mit der Waffe anvisieren kann und so, dass man im Auto sitzt und dann auch die Gangschaltung zum Beispiel sieht oder das Steuer und alles. Das ist ja, war ja auch gar alles nicht auf der PS3 und Xbox 360. Ja, ist jetzt alles neu. Soll auch richtig gut überarbeitet werden. Ich bin richtig gespannt drauf. Auf jeden Fall. Jetzt mal hier ein bisschen. Das dürfen wir hier nicht verlieren. Also das 415 ist eigentlich jetzt nur nebenbei so, weil ich ja eh nur über GTA rede. Ja, also ja, weil da gibt es noch neu, auf jeden Fall 35 neue Autos, also ich bin richtig gespannt. Und jetzt, ja, 35 neue Autos, ich hoffe auch richtig gute Sportwagen. Und das Beste finde ich ja, dass die richtig gut gemacht haben, wenn man das vorbestellt, kriegt man erstmal eine halbe Million Cash für GTA Online und GTA die Story. Oh, Ibra. Matuidi. Oh, come on. Oh, kommt keiner hin, ja. Halbe Million Cash, ne? 500.000 Münzen. Also $5. Ja. Dann noch. Ist ja alles, ja. Was soll man dazu sagen? Guckt euch am besten die Trailer an, gibt ein, oh, einfach GTA 5 PS4 ein. Ja, und dann werdet ihr die ganzen Trailer, schätze ich mal, sehen. Also, ich kann das Spiel, wie ich das jetzt so in den Trailern alle sehe, wenn das so ist, da kann ich das nur empfehlen. Also auf jeden Fall ein gutes Spiel auf PS3, hat mich das auch sehr überzeugt. Oh, mein Gott, oh. Also, ja. Also ich werde euch dann ja sofort mitnehmen bei Charaktererstellung und alles. Und dann machen wir auch erstmal die ersten Jobs und holen uns auch mal ein Haus sofort. Oh, und dann holen wir uns auch mit einem geilen Wagen, ne? Ja, weil wir ja eh 500, halbe Million Tacken haben, weil wir es ja vorbestellt haben. Also, ja, ihr kriegt dann reichlich und das wird dann jeden Tag erstmal rauskommen, glaube ich. Oder vielleicht auch
Ja, weil dann wird erstmal, ich glaube, 4:15 wird dann nicht mehr, weil 4:15 Demo, ja, da sind immer die gleichen Mannschaften und ja, da hat man auch nicht mehr so viel Lust drauf, aber Need for Speed wird zwischendurch auf jeden Fall noch kommen, aber erstmal nur GTA, also das wird auf jeden Fall jeden zweiten Tag kommen, vielleicht werden auch mal zwei Folgen von mir kommen oder so, auf jeden Fall wird GTA oft kommen, erstmal, ja, und mein Bruder hat sich das ja nicht geholt, ja, weil, ja, die, weil er da, der hat sich erst noch einen PC geholt, dass, wenn wir die Gamecatcher-Card haben, das ist das schön, dass auf dem Programm da gut läuft, wegen er hatte vorher so einen alten PC, so einen Gammel-PC, also Laptop, und da ist das Tor, das 1:0 durch Cavani, ganz großer Torwartfehler, aber Cavani macht das Ding rein, ja. Ja, der wollte sich dann erstmal einen guten Computer holen, dass das auch flüssig läuft bei denen. Wir holen uns ja irgendwann mal dann ein besseres Mikrofon, dann holen wir uns die Game Capture und muss alles flüssig laufen. Ich habe einen guten Laptop, da läuft das hauptsächlich drauf, also ja. Ja, was soll ich noch sagen? Ja, eigentlich kann man mir ja gar nicht sagen. Oder? Nee, finde ich eigentlich gar nicht. Oh, Matuidi läuft. Oh, das war. Zlatan Ibrahimovic. Ja, komm. Oh. Das kann es hinten alles. Pedro. Oh, komm, schick da. Oh, komm, zack. Und Freistoß für uns, glaube ich. Ja. Ah, komm, schießen wir einfach mal drauf. Oh, the wall sneaking forward. Hat so jetzt geklappt, aber egal. YOLO, ja. Wie schon gesagt, dann wird 4:15 wird dann nicht mehr kommen. Da wird nur noch Need for Speed und GTA kommen. Ja, erstmal nur GTA Online, weil die Story dann, der, wenn wir 15 Minuten nur aufnehmen können, wir nehmen ja noch mit der PlayStation auf, ist ja ein bisschen doof und dann GTA, die Story, ey. Ja, es wird echt, das wird dann echt ein bisschen zu lange dauern alles, wenn wir das nur mit der PlayStation aufnehmen würden. Aber wir holen uns Weihnachten ja die Game Capture. Oh, ganz klar schon vom Matuidi. Achso, ja. Also ich schätze, das wird dann auch, es werden nicht mehr so viele Folgen rauskommen. Vielleicht wird auch zwischendurch noch nach Folgen rauskommen, also einfach mal so. Es gibt ja auch immer jetzt bei PlayStation Plus immer so gratis Spiele. Vielleicht zocken wir da auch mal eins von an. Einfach mal gucken. Jetzt ist mal Motta. Die kleine Motte. Jetzt geht's wieder direkt weiter. Ja, und was kann man noch sagen zu GTA? Ja, wir werden dann auch vielleicht mit anderen YouTubern dann nochmal zusammen zocken. Aber lasst euch überraschen, kommt dann alles noch. Das kommt Dienstag, also den Dienstag, den 18. November kommt das raus und da kriege ich das auch dann sofort, schätze ich, wenn ich es vorbestellt habe. Also wenn ihr dann vielleicht mit mir, nein, oh, kacke, wenn ihr dann vielleicht mit mir noch zocken wollt, ich erstelle dann noch eine Crew und ja, und dann könnt ihr auch einfach beitreten und dann bei mir eine Sitzung beitreten, dann können wir auch mal zusammen paar Jobs machen oder so. Ja. Ja, was kann man mehr sagen? Mehr kann man eigentlich gar nicht sagen zu dem Spiel. 1080p. Oh, komm, geh mal ein bisschen. Bam. Klasse Pass. Was ist das? Wenn er den. Da rennt der mit dem Ball ins Aus. Ich habe ganz Zeit den Knöppel nach hinten gedrückt, ey. Oh, das gibt's ja gar nicht, ey. Pedro. Und ich wollte mich noch bedanken. Unser erstes Video, das erste Spezialvideo FIFA, das ist so gut bei euch angekommen. Über 150 Aufrufe. Nico und ich waren richtig geflasht. Wir saßen nur vorm Handy, haben gedacht, wow, ne? Also für uns, das war das erste Video und dann schon 150 Aufrufe. Was war da? Alter! Ha, ich habe nur gepasst. Ja, hatte 150 Aufrufe. Ich hoffe, das geht so weiter. Und ja, oh nein, nein.
Ja, Eigentor. Yes, Mann. Ganz klasse. Hier, da sehen wir es auch. Hä? Haut er den... Boom. Haut er den mal selber ins Tor. Petro, ne? Ja. Wir machen ein bisschen... Na, defensiv. Nicht, dass wir gleich noch einen reinkriegen. Das will ich ja natürlich nicht. Hier. Komm, muss er doch nachrücken. Ich bin defensiv, das ist ein bisschen doof. Ich stelle mich auf offensiv. Wenn ich jetzt ein Tor krieg, ne, dann bin ich echt schlecht. Okay. Nur wird bald auch noch Minecraft kommen. Die Vollversion. Ich habe ja schon ein bisschen die Demo gezockt. Ja. Yeah. Sauer. Oh. Ich habe ja schon ein bisschen die Demo gezockt. Ja, ein Video hatte ich daraus gebracht. Nur so ein bisschen zeigen, was Minecraft PS4 so kann. Ob das ein Unterschied ist. Aber ich finde jetzt nicht wirklich Unterschiede. Hat den Ball weggenommen. Also ich finde, ich sehe da nicht wirklich Unterschiede. Vielleicht, dass bei. Wenn man dann online dann spielt da bei Minecraft, dass es vielleicht ein bisschen heftiger wird, aber weiß ich nicht. Wir wollten auch DCA besprechen, haben wir auch alle schon. Ja, und da ist es das Spiel auch vorbei. Wir haben 2-1 gewonnen. Ja, PSG, Paris Saint-Germain, aha, gegen Barcelona, ja. Und da würde ich ja sagen, das war's auch wieder mit einer weiteren Folge, eine kleine Infofolge zu GTA. Ja, also ich würde sagen, das war's. Ja, okay, ciao.